Revolution Hangout. Danke, Imke, du hast es möglich gemacht, dass wir mal einen Videochat starten konnten. Ich war ein bisschen so doof, ich habe es nicht hingekriegt. Ich wollte das Ganze privat machen und irgendwie haben sich dann Leute aus der ganzen Welt mit eingeloggt. Danke, Imke, du bist ja PR-Managerin, aber du zockst wahrscheinlich auch den ganzen Tag Autoclub, oder? Ich zocke den ganzen Tag, ist genauso, wie sich das immer alle Leute vorstellen, den ganzen Tag im Büro. Nein, nicht wirklich. Aber als PR-Managerin, was machst du dann genau? Ich bin vor allen Dingen für die Presse zuständig. Ich pflege den Kontakt zu den Presseleuten hier in Deutschland vor allen Dingen. Vor allen Dingen halt die Spielepresse, weil ich halt vor meinem Job als PR-Managerin selber Spieleredakteurin war. Dann sind die Connections da noch ganz gut. Ja, und du schlägst die Brücke nach England. Und warte mal, Imke, sag mal, kann es vielleicht sein, dass du die Itonia bist? Wenn du den ganzen Tag ACR zockst? Den ganzen Tag, wer weiß, wer weiß. Wir wissen ja alle nicht genau, wer dahinter steckt, ja. Aber es würde uns auf jeden Fall brennend interessieren, wer das ist. Ja, ich habe noch, also die brennt dir sowas von massiv übers Dach, wartet auch noch, ne? Sie fährt rechts ran und wartet auf dich. Also eine größere Schelle kannst du gar nicht bekommen als Fahrer. Unglaublich. Aber so langsam wird es. Und die Dame fährt ja nur mit Tastatur. Also ja. Krass. Ja, also Imke, du bist heute unsere Regisseurin, du hast das Ganze hier gestartet und du wirst das Ganze auch beenden. Du wirst auch sagen, wenn das heißt, Kathi, jetzt halt doch mal die Klappe, aber ich muss mich auch kurz vorstellen. Ich bin euer Testimonial, ich bin seit Juli hier aktiv, ja, und ich wurde ja verschrien als die Fahrhilfenfahrerin, die Fahrerin mit Tastatur, aber jetzt habe ich einen Controller und die Stimmen werden ruhiger. Und jetzt habe ich ein Logitech G27 Lenkrad, Leute, und deswegen sage ich jetzt mal schön, gute Nacht um 8, denn jetzt wird es richtig spannend. Langsam werde ich besser, wie ihr wisst. Und ich habe richtig coole Gäste, und zwar in Newcastle in England von New Technics. Ich habe den Mark mit dem blauen Pulli in der Mitte, der Christoph Fietzke, er ist Executive Producer. Und ganz rechts Mark Barton. Mark, do you understand a little bit of German? Ein bisschen. Ein bisschen und das war's. Ich bin ein Berliner und er ist raus. Mark, what's your job at ACR? I'm the creative director at U-Technic, so I'm responsible for all the art we've produced in our UK studio and also our China studio, so I have to coordinate that together with our production guys. Ach, das ist interessant. Also in China habt ihr auch noch ein Studio und are you a car designer? Do you design cars by a sketch or do you all do this at the PC? Well, basically, my background is an illustrator. That's what I was originally. But for the cars and things, we rely heavily on photographs and Photoshop work for a lot of the tracks and the visual, you know, the visual style of things. It's very much done digitally. There's not a lot of hand traditional work done now. Ah, okay, also er sagt gerade, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass wie bei einem normalen Autodesigner, dass man das dann wirklich zeichnet. Es wird alles mit Computerhilfe animiert. And do you decide what kind of cars will be uploaded or graded on ACR? Not personally, we have a few guys who are involved with that. I'm a big car fan myself, but I do make suggestions, but many of our guys are big car fans as well. And we just look at what the community want and also what's sort of popular in the motor industry and with the manufacturers we work with as well. Are you a fan of BMW? I am, yeah. I used to own one. Okay, which one? I had a Z4. Driving an Audi in a minute. Not bad, I had a Z3. Nicht schlecht, also er entscheidet nicht selber, welche Fahrzeuge hochgeladen werden bei ACR. Er hat natürlich eine Mannschaft, die das mitentscheidet, aber er ist selber ein großer BMW-Fan. Er fährt auch einen Z4. In der Mitte habe ich schon gesagt, Christoph Fieske, Executive Producer. Hallo. Was kann ich mir darunter vorstellen? Hi, was machst du den ganzen Tag außer ACR zocken? Ich muss viel ACR zocken, denn ich muss ganz genau entscheiden, ob das jetzt gut genug ist, damit das auch ins Spiel kommt. Das heißt, ich zocke vor allem die Sachen, die noch nicht live sind. Das macht immer besonders Spaß. Und manchmal sind die halt noch ein bisschen, haben noch ein bisschen Ecken dran, Ecken und Kanten, und die muss man dann abschleifen. Und das ist eigentlich so eher so mein Job. Also zwei Sachen. Einmal so diskutieren, was machen wir denn in 6 Monaten? Also welche Autos wollen wir haben, welche Tracks wollen wir haben, welche Features wollen wir haben, wie wollen wir die Autos halt verteilen, wie machen wir die Ökonomie, alle diese Sachen. Aber auch gleichzeitig, was wir nächste Woche aufspielen. Ist das gut genug? Kann das wirklich live gehen? Oh, das ist schwer, das ist wirklich schwer, weil ich habe gemerkt, also es gab jetzt unglaublich viel Feedback, also an Fragen und Anregungen. Es ist wirklich schwer, da irgendwie eine Prioritätenliste irgendwie zu haben. Was steht denn für dich jetzt ganz, ganz oben? Was ist das Nächste bei ACR, was du jetzt umsetzen willst und wirst?
auf das ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Autos für Credits halt freigeben. Das ist super, super wichtig, das Allerwichtigste. Dass, wenn man spielt, kriegt man neue Fahrzeuge. Wenn man ganz, ganz viel spielt, kriegt man ganz, ganz viele neue Fahrzeuge. Das ist für mich eine der Grundprinzipien von Free-to-Play. Dass wir alles das, was man halt investiert, auch zurückbekommt. Und das steht ganz, ganz oben an der Liste. Entschuldigung, das ist sehr cool. Bisher konnte man ja im Endeffekt nur E-Coins und E-Bucks kaufen und sich dann Fahrzeuge quasi erkaufen. Jetzt kann man dann alle Typen irgendwie sich erfahren oder gewinnen, oder gibt es jetzt so eine gewisse Klasse, an die man sich erstmal ranfahren darf? Wir haben erstmal eine gewisse Anzahl von Autos ausgewählt, mit der wir das mal ausprobieren wollen, wie denn die Community darauf reagiert. Aber wir sind eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass sehr viele weitere Fahrzeuge folgen werden. Wir wollen auch jetzt nehme ich schon das weg, was Marc gleich sagen wollte, dass wir nämlich ein Fahrzeug auch rausbringen wollen, das nur mit Credits erworben werden kann, das man überhaupt nicht kaufen kann. Das also wirklich nur den Leuten zur Verfügung steht, die Tag und Nacht zocken halt und unser Spiel spielen. Und dass sie dann sagen, klar, alles klar, als Dankeschön dafür, dass ihr die treuesten Fans von unserem Spiel seid, dürft doch nur ihr unser Fahrzeug haben. Ach so, das heißt also, wenn ich jetzt 24 Stunden nonstop online bin, könnte ich dann auch ein Fahrzeug bekommen, oder muss ich wirklich schon Leistung bringen? Online sein reicht nicht. Muss ich wirklich? Online sein reicht nicht, du musst schon gut fahren können, klar, aber ich sehe da keine Probleme bei dir, Kathi, du bist besser, oder? Ja, so langsam komme ich aus dem Quark und ich freue mich wahnsinnig auf mein Lenkrad und scheiße, mein Problem ist nur meine Internetverbindung, ich wohne hier wirklich so am A der Welt und am wunderschönen Bodensee, hier ist alles toll, nur so Internet und Telefon funktioniert nicht so ganz klasse. Aber ich habe gesagt, mein Lenkrad jetzt und ich werde heute Nacht noch ein bisschen zocken. Gut. Darauf freue ich mich sehr. Und der Etonia wird bestimmt wieder online sein und wird wieder geschmeidig übers Dach brennen. Aber du sagst gerade, du nimmst Marc was vorweg. Was hätte denn Marc jetzt sagen wollen? Ist Marc, ist deine Aufgabe, ist das dein Bereich E-Coins, E-Bucks, oder ist das gar nicht Christophs Sache? Naja, es ist eine Sache für uns beide, würde ich sagen. Ich bin hauptsächlich zuständig für alles, was um Ökonomie oder E-Coins und das Fortschrittssystem geht und ja, quasi auch ein bisschen Marketing auch. Also wenn es darum geht, ich sage, wir sollten die Fahrzeuge für Credits rausgeben. Marc, mach mal. Okay. Du entscheidest, er muss umsetzen, okay, wunderbar. Wie läuft das denn eigentlich ab? Also bisher konnte ich ja jetzt angenommen für ein paar Euro mir da schon ein bisschen was ordentlich einkaufen oder auch Fahrzeuge leihen. Was passiert denn da mit meinem Geld? Wenn ich jetzt durch Leistung Fahrzeuge quasi gewinne, habe ich dann irgendwas gut geschrieben oder ist das Geld dann futsch? Wie läuft das? Du meinst, wenn du Fahrzeuge mit Geld gekauft hast? Ja genau, ich habe also bezahlt, dass ich E-Bucks oder E-Coins habe und habe so Fahrzeuge erworben, aber jetzt habe ich aber auch die Möglichkeit, sie durch Leistung zu gewinnen, wie du sagst, also wenn ich jetzt also wirklich mehr Mühe gebe oder auch ein paar Rennen gewinne, dann kriege ich diese Fahrzeuge. Was passiert denn mit meinem Geld? Habe ich dann eine Gutschrift oder darf ich dann nach Newcastle? Kannst du ein anderes Auto kaufen mit deinen Credits? Du kannst dir ganz, ganz viele kaufen, du kannst dir ein besseres Auto kaufen. Gutschriften funktionieren selten gut. Wir denken, dass wir deine Credits viele, viele Sachen haben, die du damit kaufen kannst. Du kannst damit Upgrades kaufen, du kannst damit alles kaufen, was halt bisher auch dafür erwerbbar war. Und deswegen denken wir, dass die Credits, die du übrig hast, die wirst du auf jeden Fall schon loswerden. Kein Problem. Ja, die Frauen geben ja immer sehr schnell Geld. weißt du, Dan, oder kannst du uns denn schon verraten, welche Fahrzeuge das denn sein werden? Werden das Supercars oder was werden das für Fahrzeuge? Gibt's da schon? Ja, ich glaube, das können wir reden. Ja, zumindest die Koenigsegg CCX. Okay, Koenigsegg CCX, ja. Und ich habe bei Facebook was gesehen, der Ford GT. Hat es denn damit aus sich? Naja, das war die Ergebnis von der Community Vote für die EX-Klasse Karre, aber ich glaube, es war nicht die Ford GT, sondern die McLaren, oder? Ich glaube auch, ja, Mercedes-McLaren, ja. So, ja, die Community hat abgestimmt und es wird die Mercedes-McLaren in der EX-Klasse, der Klasse EX, und ja, noch einige von die AE und EX-Klassen. Cool. Ich finde es schön, dass ihr so Rücksicht nehmt, was die Community sagt und will und schreit. Sie ist ja am Anfang immer sehr laut, aber irgendwann
legt sich das Ganze ja auch. Es kommen dann so Fragen wie, wann kommt ihr aus der Beta-Phase raus? Ich sage immer, Leute, macht erstmal selber sowas. Ja, es ist immer einfach, hier bequem im Arsch im Stuhl zu sitzen und zu sagen und dann mit dem Finger auf einen zu zeigen. Ist immer sehr einfach. Wie viel Mann seid ihr denn? Wie viele Leute arbeiten denn Tag und Nacht an AutoClub Revolution? Tag und Nacht? Wahrscheinlich nur du. tagsüber haben, also 175 Leute sind in der Firma. Und derzeit ist also die absolute Mehrzahl der Mitarbeiter alle auf ACR. Wir wollen nämlich wirklich jetzt alle diese Funktionalität, die wir noch machen wollen, bevor wir aus der Beta rauskommen, wollen wir so schnell wie möglich zusammenkriegen. Und das sind halt vor allem noch Autoclubs, müssen wir auf jeden Fall noch zusammenkriegen, denn ne, wir sind Autoclub Revolution, dann sollten wir auch Autoclubs haben, wenn wir in die volle Version gehen. Und was bedeutet das genau, wenn ihr Autoclubs habt? Heißt das dann als Kommun oder als Club kriegt man dann Vergünstigungen oder was läuft da genau? Ja, es gibt so ein paar Sachen, also so allzu viel wollen wir jetzt noch nicht verraten natürlich, aber man kann sehr viel mehr Credits bekommen, man kann sich halt in einem abgespalteten Raum, in der Webseite kann man sich halt treffen, man kann jede Woche halt wirklich viel, viel Credits und EXP abstauben. Okay. Aber vor allem ist das erstmal so das Grundgerüst. Das heißt, wir wollen erstmal, dass sich überhaupt Gruppen bilden können. Und was wir dann machen, das ist vor allem davon abhängig, was die Community halt will. Also wir wollen unbedingt, dass irgendwann in 2013 ein Autoclub gegen den anderen Autoclub irgendeine Herausforderung halt machen kann und sagen kann, unsere besten 4 Leute werden auf jeden Fall eure besten 4 Leute auf diesem Track schlagen. Samstag, 3 Uhr, seid da. Und so etwas wollen wir halt, sowas wollen wir machen. Aber wir brauchen da vor allem auch das Feedback von der Community. Was für Sachen sind denn überhaupt die Autoclubs machen wollen? Coole Idee, sehr, sehr gute Idee. Ja, wollen wir uns mal so auf die Community-Fragen stürzen oder gibt es noch etwas, was ihr irgendwie noch loswerden wollt? Christoph, hast du noch irgendwas, was ganz wichtig ist, wo du sagst, das steht jetzt an, irgendwie da können wir uns jetzt schon anschnallen, das ist was ganz, ganz Neues? Hast du noch irgendwas? Ich habe heute das erste Mal habe ich gesehen, dass wir ein Ghost Car im Auto im Client haben. Und also das für mich ist eine der Sachen, die ich auf jeden Fall haben will. Ja? Man hat so einen, den man schlagen will. Ja, ist einfach halt einer, der vorher aufgenommen ist. Wo wir halt sagen, Junge, bevor du weitergehst, schlag den erstmal, mach erstmal hier deine Hausaufgaben und wenn du dann fertig bist, dann kriegst du auch einen richtigen schönen Batzen Credits und EXP. Oh, Moment, Ghost Car. Das heißt, einer von euch fährt dann diesen Wagen oder wer steckt dahinter? Steve Watson, wer steckt dahinter? Von uns drei soll es wahrscheinlich keiner sein. Sondern eher Leute, wo es halt schon eine schwierigere Aufgabe ist, die dann zu schlagen. Aber so sieht das aus. Wir wollen also ein paar vorne aufnehmen. Wir wollen aber auch, und das ist aber ein bisschen später dann im Jahr 2013, dass man also gegen irgendwelche seiner Freunde dann antreten kann und sagen kann, ne, also hier, der hat gestern eine super Runde hingelegt. Wie hat er das denn gemacht? Wann hat er denn genau gebremst? Und dass man das also genau nachvollziehen kann. Das würden wir auch gerne haben. Ich denke, das aber vor Bremsen, da dürfte ich da aus eigener Erfahrung was sagen. Könnte man da irgendwie die Bremspunkte, also irgendwie so ein bisschen das Spiel sensibilisieren? Weil manchmal ist es so, man verpasst den Bremspunkt, weil der ein oder andere nette Fahrer einen auch so ein bisschen... ne, von der Straße drängen will und dann bekomme ich die schwarze Flagge, Cut Corner und man nimmt mir Geschwindigkeit weg. Kann man das Spiel so ein bisschen sensibilisieren darauf? Geht das? Wir haben da was in der Hinterhand, würde ich aber auch ungern verraten, was es ist, aber ich hoffe, dass es vor Weihnachten auf jeden Fall noch rauskommt. Das ist doch meine Ansage, schön. Ich würde sagen, wollen wir uns auf die Community stürzen oder wollt ihr noch irgendwas, jemanden grüßen, irgendwas loswerden? Winken, ja. Mama, ich wollte meine Mami grüßen. Ja, pass auf. Also, dann würde ich noch mal sagen, stürzen wir uns mal aufs Forum. Und zwar der Rolli aus Linz, das liegt in Oberösterreich, hat Folgendes geschrieben. Wird es in ACR mehr Alltagsautos geben? Es ist zwar toll, mit hochgezüchteten Traumwagen zu fahren, aber der Reiz liegt eigentlich mehr darin, ein Auto am Limit zu bewegen, dass du und ich im realen Leben fahren. Und ich würde sagen, die Frage geht an Mr. Barton. Will there be more ordinary cars? He says it's great to drive supercars, but it would be more juicy to put an average car to its limit. More average cars, did you say? Yes. Like everyday. Yeah, I think that there is plans for all of that. Obviously, we're listening to what the community wants, and I think, you know, internally there's some great cars, you know, not just from now, you know, from the 80s, 90s, some of the, you know, the hot hatches, you know, that era, we like to get a broad range of cars in there, you know.
Yes, that's what he's still asking. He says, will there be cars manufactured 1989 like BMW 325i E30 or 1991 Audi S2 Coupe, for example? I'm not sure of the specifics just yet, but there will definitely be cars from that sort of era. We plan on doing that. Cool. Thank you. Great. Ja, Wally schreibt ja auch noch weiter. Er beklagt sich so ein bisschen, dass so das Lenkverhalten, also Steuerung, sollten optimiert werden. Jetzt weiß ich nicht, ist das auch Mark Barton? The steering performances should be upgraded or performed? Is there something coming up? Also da muss man unterscheiden. Also einmal sind es, dass wir Lenkräder noch optimieren müssen. Es gibt einige Lenkräder, auf die unser Game noch nicht optimiert ist, was wir noch machen müssen. Aber ich denke, worauf er hinausläuft, ist, dass man nicht übersteuern kann. Das ist, glaube ich, eher das, was er meint. Und das ist eine Diskussion, die wir bei unseren Spielen alle immer wieder haben, also bei jedem Spiel, das wir rausbringen. Denn also bei uns ist es, man kann so lange um die Ecke gehen, wie die Reifen halt noch greifen. Und das ist die maximale Kurvenverhalten, das wir erlauben. Das heißt, man kann nicht übersteuern. Und das finden einige Leute blöd. Wir denken aber, wir sind immer nur so realistisch, wie es einfach Spaß macht. Und über den Track halt zu rutschen und überhaupt nicht mehr keinen Grip mehr zu haben, macht halt wirklich eigentlich keinen Spaß. Es ist zwar weniger realistisch auf dem wahren Leben, dafür umso spaßiger. stimmt. Was ich noch schön fände, wäre, also wenn ich das so sagen darf, wenn so ein bisschen mehr der Sound authentischer werden würde. Oh ja. Mark Barton, is it your job to get a more authentic engine sound? No, that's not really my job. It's mainly on the visual side. But we have, you know, for example, with the BMW, the one M Coupe, we go to the lengths where we put them on the rolling roads and actually record the, you know, we record the sounds of the engines and things like that. So we do go for accuracy, you know, and that's definitely something that we'll continue with. Super, also er ist da dran, die werden das alles definitiv noch optimieren und verfeinern. Das ist das große Geschrei immer nach Tuning, also optischem Tuning. Was ist da los? Ist da irgendwas? Haben wir da irgendwas im Pitch? Ich will auf jeden Fall mehr Liveries haben. Mir gefallen die Liveries gut, sind halt nur nicht genügend da. Wir haben so viele tolle Artisten hier in der Firma, die immer nur sagen, ja komm, ne, lass mich mal was entwerfen, ja, lass mich mal was machen. Und so langsam haben wir ja genug Autos, dass man sagen kann, okay, wir müssen jetzt nicht unbedingt alle immer noch machen, kommt mehr Autos, sondern können halt auch mal rangehen und sagen, okay, die Autos, die wir haben, wie können wir die schöner machen, was können wir da drauf machen, wie können wir die cooler aussehen lassen, damit auch jeder sein wirklich eigenes Auto hat. Ja, das hat hier Blitzeis im Chat gefragt. Ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe es noch irgendwo im Hinterkopf. Der fragte, wann werden denn diese 550 verschiedenen Fahrzeuge realisiert? Ist das euer Ernst? 550 verschiedene Fahrzeuge? Das habt ihr nicht wirklich gesagt, oder? Boah, das musste vor ein Jahr. Das war mein Vorgänger. Aber, naja. Also sagen wir so, wir haben schon vor, dass wir dass Auto Club Revolution 20 Jahre lang live ist und dann 25 Autos pro Jahr, das kommt auf jeden Fall hin. Ja, ich dachte auch, der Mann hat Tinte gesoffen, aber das stand wirklich nicht vor. Und habe mir auch gedacht, das habt ihr doch nicht allen Ernstes gesagt, 550 Fahrzeuge, also ich hätte jetzt schon bei der Hälfte, würde ich jetzt schon, naja, euer Ding. Und Aitonia, die Dame, bei der wir nicht wissen, ist es eine Dame oder wer ist es? Ich denke ja immer, Imke ist es. Die möchte wissen, kann man eigentlich jenseits der 380 km/h auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mal starten? Das würde anscheinend nur bei 60 km/h gehen. Ist das möglich irgendwann? Das ist eine nette Idee. Müssen wir uns mal überlegen. Das ist immer die Frage, wenn man dann zu den technischen Leuten geht, die dann immer irgendwie eine halbe Stunde lang so am Tisch sitzen und dann irgendwann sagen, ja oder nein oder ganz viel Arbeit. Und wahrscheinlich ist es das in der Mitte. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass jede Veränderung ja auch einen Batzen Kohle kostet und sehr, sehr viel Zeit. Und dann ist ja auch das Problem, dann ist das Spiel wieder offline, dann heulen sie alle wieder rum, wir können nicht spielen. Also sie wollen Veränderungen, wollen euch aber auch nicht die Zeit geben, es umzusetzen. Ich möchte nicht in eure Haut stecken, also ganz im Ernst. Also, ach ja, und dann fragt sie noch, ist ganz cool, ob der Computer das irgendwie erkennen kann, dass gewisse Leute geblockt werden. Also sie hat da irgendwie so ein paar spezielle Kandidaten, die immer wieder Freundschaftsanfragen schicken, die sie zwar immer wieder ablehnen, ob man da irgendwie so ein Programm machen kann, dass die dann automatisch irgendwie aussortiert werden. Finde ich eigentlich ganz... Das passiert mir nicht. Das ist eine nette Anmerkung, ja. Ja, ich habe das nicht. Ich habe so 5 Freunde am Tag. Ja. Sag das nicht so laut, Kathi, ja? Du weißt, was passiert, wenn du das jetzt hier so live sagst. Ich bin
Ich bin gespannt. Also, ich weiß nicht. Also, Sonja macht mir schon Angst, muss ich sagen. Also, die Frau. Also, ich würde auch echt gerne mal wissen, wer so hinter diesen ganzen Namen steckt. Also, iStacks, iBrain, iTonya. Ich würde schon gerne wissen, wer so dahinter steckt. Könnten wir doch eigentlich mal machen, oder? Dass man jemand, dass man mal so sich preisgibt, irgendwie mal so ein Foto von sich hochlädt oder sowas. Bin ich voll dafür. Ich meine, wir haben die Facebook-Seiten, entweder auf Katis Seite oder auf unserer ACR-Seite. Fänd ich. Wir halten euch nicht auf, eure Bilder da zu posten. Cool, fände ich cool. So, Moment, langsam finde ich auch den Zettel eigentlich wieder, wo wir, es ist immer so, ich drifte auch immer wieder so ab, nicht wahr? Ach ja, genau. Hier fragt noch einer, wann kommen denn die Muscle Cars? Ja, bald. Die ersten kommen im November raus. Ja. Ehrlich? Ja. Und dann, also according to, würde ich jetzt gerade mal fragen, kriegen wir auch mal so eine Art Demolition Derby oder sowas? Da würde ich, glaube ich, sehr gut. Kannst du jetzt schon machen. Aber es wird ja nicht gewertet. Ne? Das wird nicht gewertet, das ist richtig, ja. Aber Spaß machen tut es trotzdem aufeinander zu auch schon. Für mich ist es eine der Sachen, die sehr viel Arbeit ist und wo man dann ein- oder zweimal es macht. Und dann irgendwie Lust verliert und doch wieder auf irgendwie neue Tracks geht. Also wir werden uns wahrscheinlich mehr darauf konzentrieren, noch ein paar mehr Tracks rauszubringen, noch viel mehr Autos rauszubringen und vor allem halt viel mehr Game Modes rauszubringen. Denn wir denken, mit dem, was wir da draußen haben, können wir noch sehr, sehr viel mehr machen, als nur Time Trial und Multiplay. Und dass wir einfach noch mehr Game Modes arbeiten. Das ist eigentlich, wir wollen das Game breiter machen. Ja, das also zu jedem Zeitpunkt, du denkst so, okay, was soll ich machen? 1, 2 oder 3, ist alles cool. Ich kann mich überhaupt nicht entscheiden. So wollen wir RCR machen. Schön, da ist ja auch einiges im Pitch. Was hat es denn mit diesen Race Nights auf sich? Was ist denn das? Haben wir denn tatsächlich nachts oder wie läuft das jetzt? Ist das so, wie kann ich mir das vorstellen, die Race Nights? Ja, weil es ist, was auch immer für Events wir machen, wenn Leute Spaß haben, zusammenzukommen, ist es immer schöner, als wenn man alleine irgendwo rumsteht und sagt, oh, ist ja keiner da. Und wenn wir dann irgendwie sagen, wollt ihr nachts racen, und dann macht ihr das. Okay, und dort kriegen wir dann auch wieder dann quasi die ganzen Credits sozusagen, oder? Bei diesen Events kann man dann wieder Credits auch bekommen, oder? Ja, genau. Das bleibt dabei, okay. Ja, und dann fahren wir ja auch wahrscheinlich nächste Woche wieder, oder? Ja, glaube nächstes Wochenende, glaube ich. Habe ich gerade gelesen. Nächstes Wochenende, richtig. Ja. Nicht dieses, sondern nächstes, ja. Okay, dann ist der Marc Malhan, also der Marc, schon mal ein Gesicht habe ich jetzt schon mal. Oder? Und da der Marc so gut Deutsch sprechen kann, ne, ist er beim nächsten Hangout dann auch wieder dabei. Cool. Ja, gut. Ja, nicht zu euphorisch, bitte. Ja. Ihr weiß wahrscheinlich nicht, wie schwierig es ist, in so einer Nicht-Muttersprache zu sprechen. Deswegen bin ich heute ein bisschen leiser geworden. Aber leiser als normal. Nicht so schüchtern. Du, aber wir können ja, was liegt dir noch auf dem Herzen? Bitte? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Du kannst auch gerne deiner Muttersprache sprechen. Wir übersetzen das dann mit Händen und Füßen. Nee, ich bin eigentlich sowieso leiser. Aber jetzt habe ich noch eine ganz entscheidende Frage, auch noch von Blitzeis, ja, und der fragt, das finde ich sehr, sehr witzig, wann wird denn ACR die Beta-Phase verlassen? Und er gibt auch schöne Antwortmöglichkeiten in einer Woche, einem Monat, einem Jahr oder in einem Jahrzehnt. Was denkt der? Hat er seine Vorschlag da auch? Nein, also ich sage, im negativen Kritikschreien sind wir alle groß, das ist immer einfach, sage ich ja selbst. Schade. Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass irgendwie auch so ein bisschen Positives mal kommt. Irgendwie so, hey, ich finde es cool. Das ist völlig okay. Ich kann das völlig nachvollziehen. Also auch ja. Für mich ist eigentlich ACR noch nicht so gut, wie ich es haben will. Und deswegen kann ich vollkommen mit vielen Leuten übereinstimmen. Wenn ich Sachen lese auf dem Forum, denke ich mir immer so, genau richtig. Ja, müssen wir machen. Welches zuerst, wie du vorhin gesagt hast. Aber wir haben halt, wir haben nicht ein Datum im Auge. Wir haben also, wir haben den Luxus, dass wir keinen Publisher haben. Wir machen das selber. Das heißt, wir entscheiden, wann wir auf den Knopf drücken und nicht jemand anders für uns. Das ist immer in der Spielindustrie sonst immer sehr hart, wenn also Leute sagen, alles klar, egal was es ist, 1. Juni. Ja? Und das haben wir halt nicht, sondern wir sagen, wir wollen auf jeden Fall ein Level von Qualität haben, ein und ein
ein Level von Breite des Spiels, die wir erreichen wollen, und dann machen wir den vollen Launch, wann immer das auch ist. Aber genau das Ganze macht es auch so persönlich, und ich meine, ihr zeigt euer Gesicht, ich finde das ziemlich cool, meistens weiß man gar nicht, wer dahinter steckt oder was dahinter steht, und somit, und ihr, ich sage auch immer hier, nicht geschimpft, ist schon genug gelobt, also wir sind ja dran, alle, alles, wie soll ich sagen, alle Stimmen auch aufzunehmen und zu hören. Also, haben wir dann nächste Woche denn eigentlich wieder dann ein offizielles Rennen? Kann man also dann wieder ordentlich Punkte gewinnen? Gibt es auch vielleicht auch mal irgendwie mehrere Punkte? Bis jetzt waren es mal 250. Gibt es auch mal eine Möglichkeit, dass man das mal ein bisschen steigern könnte? Also wir würden am liebsten halt immer Credits rausgeben, weil ja, jetzt, wo man mit Credits auch Autos kaufen kann, warum nicht? Okay. Deswegen, und da sind keine Grenzen gesetzt. Aber ist das nächste Woche schon möglich, spruchreif, oder... ist das noch zu früh? Versprochen. Also was wir genau machen, das entscheiden wir immer relativ kurzfristig. Okay. Wir reagieren da schnell drauf. Aber was wir halt auf jeden Fall nächste Woche machen, ist, ab nächste Woche könnt ihr verschiedene Autos mit Credits kaufen. Ja, sehr, sehr geil. Cool. Also ich bedanke mich sehr, dass das so reibungslos geklappt hat. Ich hoffe, Mark, Barton, did you understand a little bit? Yeah, a little bit. Bob, everything's great, we're doing. Das ist sehr, sehr cool. Ich fand das klasse, und ich hoffe, dass jetzt noch ordentlich viel Feedback kommen wird und dass ihr weiter uns schreibt und euch wirklich auch wirklich konkretisiert und wirklich Gedanken macht, wo wirklich Kritikpunkte sind, was wir gemeinsam verbessern können. Und wie gesagt, wir sind ja noch in der Beta-Phase. Ihr sagt uns irgendwann, wann wir aus der Beta-Phase raus sind. Aber ich muss sagen, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es unglaublich cool, und ich freue mich auf das nächste Rennen. Können wir schon sagen, wann das nächste Rennen nächste Woche ist? Oder ist das noch zu früh? Noch zu früh. Noch zu früh, aber ich glaube Ende nächste Woche. Ja, wir beklagen sich ja immer alle. Wir würden das nicht frühzeitig genug ankündigen. Also keine Sorge, dieses Hangout werden wir das nächste Mal ordentlich im Vorfeld immer Zeit lassen, das früh ankündigen. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr was gewinnen wollt, dann solltet ihr einfach öfter online sein. Und dann habt ihr auch die größere Chance, auch was zu gewinnen. Und ich finde das sehr, sehr cool. Ich bedanke mich sehr, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. War cool. Und ich hoffe auf bald. Ihr, meine Lieben. Ja. Und dann alle Anregungen sind immer willkommen. Schickt sie weiter, wir lesen sie alle. Und, auf Facebook super. Oder im Forum, genau. Super. Vielen Dank. Vielen Dank, bis bald. Ja. Macht's gut. Bye-bye. Bye-bye.